Tag, Freunde. Was kann eigentlich die neue DJI Osmo Action 5 Pro? Wir finden es raus. Ja, Freunde, ich habe die große Ehre, euch diesmal pünktlich zum Release die Action 5 Pro zur Action 4 zu vergleichen. Beim Thema Mountainbiken natürlich, ihr seht es ja schon. Und natürlich ist das Video von DJI unterstützt. Aber ich schaue natürlich bei so Kooperationen immer drauf, macht das Ganze Sinn, euch der Community auch vorzustellen oder passt das überhaupt nicht zum Thema vom Kanal? Ja, ehrlich gesagt dachte ich natürlich erstmal, da tut sich gar nicht so viel auf dem Datenblatt. Aber wenn du die Kamera dann mal getestet hast, dann merkst du, oh, da ist ja doch einiges passiert. Ich finde halt wirklich, DJI dreht an den richtigen Stellschrauben und schaut halt wirklich auf Nutzerfreundlichkeit, dass das gute Zeug bestehen bleibt. Sowas wie zum Beispiel die Schnellspannhalterung, die wechselbaren Linsen oder halt auch, dass der Formfaktor und das Gewicht von der Kamera genau gleich geblieben ist. Zum Beispiel auch die Akkus sind genau gleich, haben aber mehr Kapazität. Das sind lauter so Kleinigkeiten, wo man denkt, naja, da hat sich ja gar nichts getan. Aber wenn du mal ein bisschen dran schaust, was dann innen drin steckt in der Kamera, dann sollten euch ein bisschen die Augen aufgehen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich blende euch die ganzen Sachen und Vergleiche, die ich getestet habe, ein. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was für euch Sinn macht. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr euch dann eine über meinen Link kaufen solltet, unten in der Beschreibung. Da unterstützt ihr natürlich auch meine Arbeit hier. Vielen Dank schon mal. Wir probieren natürlich ja auch gerade schon die Action 5 Pro aus mit ihrem Objekt-Tracking. Die verfolgt mich einfach, egal wo ich hier hinlaufe. So, dann kommen wir mal zu den wichtigsten Fakten, damit ihr euch jetzt einmal eine Meinung bilden könnt. Der 1,3 Zoll Sensor wurde überarbeitet. Prinzipiell ist es der gleiche, von der gleichen Größe, aber man sollte hier schon bei den Aufnahmen eigentlich feststellen, okay, ihr seht das ja bei dem einen Bild hier rechts, da tut sich schon einiges mehr. Ich finde, die Details sind da deutlich genauer und lauter so Sachen wie halt eben die Farbdynamik und sonstige Sachen. Also ihr seht es ja wirklich, da tut sich was. Ich zum Beispiel nehme ja sehr, sehr oft auch in 10-Bit D-Log auf, um das Ganze halt noch Color zu graden. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich auch die neue Funktion HLG. Das sind halt für diese ganzen Leute, die Color Grading und so ein bisschen in die professionellere Schiene gehen wollen. Dafür ist das ganz, ganz wichtig. Ich benutze das mittlerweile auch selber ganz gern, weil du einfach ein bisschen mehr Freiheiten hast, aber nicht unbedingt braucht. Also das normale Farbprofil passt für euch eigentlich auch. Dann haben wir jetzt einen Chip drin, welcher im 4-Nanometer-Verfahren gefertigt ist. Heißt quasi, die ganzen Bauteile, die in so einem Chip drin sind, sind halt jetzt noch viel, viel kleiner und dadurch hast du halt noch mehr Effizienz, Rechenleistung auf dieser kleinen Fläche, die du halt hast. Das bringt dann Folgendes, dass wir halt weniger Hitzeentwicklung vielleicht auch haben, mehr Akkulaufzeit, in Kombination natürlich mit den Akkus, die mehr Kapazität haben. Das ist sogar oben drauf geschrieben. Bei der Action 4 war die Akkulaufzeit zum Beispiel 160 Minuten. Pi mal Daumen. Jetzt haben wir 240 Minuten angegeben. Ich zeige euch jetzt dann auch gleich nochmal den ganzen Test, wo ich sie hier laufen habe lassen, bis sie ausgegangen sind. Ja, da seht ihr dann, wer am längsten durchgehalten hat. Hier steht 4% bei der Action 4 und die ist auch ganz schön warm. Und die hier hat halt einfach noch 38%. Wir nehmen jetzt schon seit 90 Minuten auf. Was steht da? Gerät überhitzt, Aufnahme gestoppt. Okay. Ja, okay, ja, was sagt er noch? 17%. Aber ihr seht, wir haben, glaube ich, 115 Minuten oder was aufgenommen. Also fast 2 Stunden, 4K 50 FPS durchgehend. Natürlich war ich so fair und habe die neuen Akkus natürlich genommen, weil du kaufst ja nicht die 5 Pro und bekommst dann die alten Akkus. Deswegen ist natürlich der Vergleich vielleicht unfair zur alten, aber du kaufst ja auch die eben mit neueren Akkus. Ja. Und was meiner Meinung nach jetzt die beste Funktion ist, 47 GB interner Speicher. Ihr seht es selber, ich habe ohne SD-Karte eine Aufnahme starten können. Also da dachte ich mir wirklich so, okay, das ist jetzt wirklich geil. Das ist zwar jetzt nicht so viel, aber ihr seht, bei 4K 50 FPS kannst du wirklich 1,5 Stunden aufnehmen. Egal, ob du mal die SD-Karte vergessen hast, die kaputt ist oder was weiß ich, die voll ist, dann hast du immer noch eine Reserve und wer weiß, was euch da für sonstige Sachen noch einfallen, was man damit machen kann. Ja, dann gibt es natürlich auch noch die OLED-Displays. Vorne und hinten war es ja früher LCD. Deswegen haben wir auch jetzt ein Always-On-Display. Das gibt es ja bei den ganzen Smartphones schon viel, viel länger. Ist jetzt ein Feature, was ich selber eigentlich gar nicht brauche, weil ich es oben am Helm habe und im Endeffekt da nicht hingucke. Zur Not mache ich es runter eben. Aber die sollen auch nochmal ein Ticken heller sein, je nach Lichtverhältnissen. Ich habe das jetzt mal getestet, muss ich aber ehrlich sagen, so viel habe ich da jetzt nicht gemerkt. Das müsst ihr euch jetzt selber mal ein Bild anschauen. Also ich muss ehrlich sagen, könnt ihr jetzt selber mal einschätzen. Einmal natürlich, wie die Sonne drauf gescheint hat und einmal natürlich, wie ich ein bisschen im Schatten hier war. Was aber das Ganze jetzt auch noch ein bisschen aufwertet, ist vorne im Logo drin, bei der Action, das O, da ist jetzt ein Farbtemperatursensor drin. Dann hier auch noch mal ein paar Fotos zum Vergleich. Verbessert eigentlich noch mal das ganze Thema Color und halt die Temperatur vom Bild. Das heißt, der rechnet einfach noch ein bisschen mehr Informationen dazu, dass die Kamera weiß, wie soll ich richtig belichten, wie muss ich jetzt den Farb-Weiß-Abgleich und so machen. Und natürlich, je nachdem, ob du jetzt in Amerika bist oder in Europa, 50 oder 60 Hertz, dann flackern die Lampen immer. Das erkennt er natürlich auch und dann stellt er das gleich automatisch um. Das heißt, du hast dann nicht dieses ewige Geflacker da. Ja, und dann hier mal noch kurz ein paar Aufnahmen
von der Slow Motion, wo ich sagen muss, ja, ich benutze die Slow-Mo eigentlich gar nicht, muss ich ehrlich sagen, weil ich nehme lieber in 4K auf 60 FPS, das reicht für mich. Aber für die, die halt wirklich mal schnell sagen, okay, ich brauche hier mal was, wo wirklich krass aussieht. Und jetzt mein allergrößtes Highlight, die zwei Mikrofone, die in der Kamera miteinander funktionieren. Die Action 4 konnte nur ein Mikrofon und die 5er kann jetzt zwei. Und ihr seht das ja hier schon mit dem Shred Nation. Danke und Grüße nochmal raus an dich. Wir haben ja auch zwei Mikrofone und filmen gerade mit der neuen DJI Action 5. Und die kann zwei Mikrofone, also sagen Sie mal was. Hallo. Ja. Also das ist anscheinend, wir gucken jetzt mal selber, wie das funktioniert. Ja. Ihr seht es ja dann im Endergebnis. Ey, das war absolut geil, wie wir da ein paar Bikepark-Abfahrten gemacht haben und das wie so ein Dual-Vlog dann auf einmal geworden. Wir haben eigentlich ganz einfach out of the box die Mikrofone genommen, gekoppelt mit der Kamera und dann sind wir einfach losgefahren. Also es wird sozusagen das eine Mikrofon rechts aufgenommen, das andere für links und du kannst die Audiospuren sozusagen im Videoschnitt später dann separieren und das war voll witzig. Das heißt, im Endeffekt könnte ich das Video auch einfach ohne Shred Nation dann nehmen, weil ich sage, nee, das Gequassel wird mir zu doof. Das heißt, du verbockst dir nichts, sondern du nimmst wieder mal nur eine weitere Möglichkeit von einem Mikrofon mit dazu. Und das Noise Cancelling habe ich bei ihm mit angemacht, dass halt ich meine primäre Stimme im Vordergrund habe und sein Zeug vom Fahren weg ist, weil sonst hättest du dauerhaft zwei Fahrgeräusche. Das glaube ich wäre ein bisschen nervig. Ich hoffe, der Puffel stört sie nicht. Nein, stört nicht. Also scheint auch ganz gut zu halten, das Ding. Oh! ASMR. Hallo. Ich könnte doch hinter dir fahren, oder? Ja. Junge! Jawoll! Ich hab Robert voll mit dem Stein abgeschossen. Oh, ich bin voll dicht dran. Ja, ich hab meine Brille auch nicht auf. Ich krieg alles in die Augen. Ich hab vorhin auch einen Stein ans Schienbein bekommen. Tat auch gut weh. Jawohl, abziehen. Den habe ich gerade verpeilt. Hallo, hallo. Oh, warte mal. Oh, ich habe Wuppe zu rauen. Junge, wie du reinballerst. Jetzt ist Wuppe hinter mir. Ich freue mich, dass man mal die Perspektive wechselt. Ah, nein. Ja. Wow, lass mal kurz anhalten, Mann. Ja, lass mal gleich anhalten. Holla. Holla. Wow. Wow. Ja, ja. Jetzt Wallride. Tolle Griffe. Dein Wallride. Oh. Wow. Schredi. Ey, ich war schneller, die Abwehr. Wow. Alter. Was macht ihr da die ganze Zeit denn hier? Ja, Vlog und so. Vlog und so. Vlogging. Also diese Kamera funktioniert einfach nur out of the box. Du musst dir da nicht den Kopf zerbrechen, keine Anleitung lesen, mit ein paar Knöpfen rumdrücken und es funktioniert. Und vor allem für unseren Sport. Was finde ich da halt am geilsten? Du hast eine Kamera, die einfach leicht gebaut ist, eine extrem gute Akkuleistung hat, gute Qualität an den Tag legt, sogar noch wirklich in die professionelle Schiene mittlerweile geht und halt auch noch für einen angenehmen Preis ist. Also ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis hält sich da wirklich noch in Grenzen und ist wirklich gut. Also du kriegst auch wirklich was, weil auch dieses Akkulade-Case, wo man jetzt zum Beispiel halt eben die Akkus von der Vorgängerversion wieder nutzen kann und vor allem halt auch die Schnellladefunktion, die es ja seit der Action 4 schon gibt. Ja, da würde ich sagen, was empfehle ich euch jetzt? Entweder das Standard-Kit oder halt eben die Adventure-Combo. Da hast du wenigstens dieses Akkulade-Case mit drei Akkus dabei und noch ein paar andere Dinge. Da bist du auf jeden Fall gut ausgerüstet, da machst du nichts verkehrt. Und wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt noch, könnt ihr gerne über den Link unten in der Beschreibung einkaufen. Das ist ein Affiliate-Programm, da bekomme ich natürlich auch irgendwas davon. Das supportet mich bei dem Erstellen von tollen, witzigen Videos. Ja, ansonsten, ihr könnt auch das Vorgängermodell kaufen, wenn ihr sagt, ah, das ist mir jetzt zu teuer. Da gibt es bestimmt dann auch nochmal Black Friday, Weihnachten, ein paar Rabatte. Könnt ihr gerne an mich dran denken, den Link kurz anklicken. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, ich werde die Kamera wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit wiederverwenden. Also, ihr habt es ja jetzt selber schon gesehen. Hallo. Hallo. Hey. Oh Mann. Oh, das dauert so lange, bis wir unten sind. Oh nein. Oh Mann. Meine Scheißpedale. Es ging gerade so gut.